Nee, die andere muss auch zu dir gucken. Ach so. Ja, jetzt küssen, genau. Küsst euch kurz. If you drive me, you're a rich person. Yeah. You want that I drive you? I mean, you're hot. Bell, kurz, zwinker kurz, wenn wir dich rausholen sollen aus der Situation. Er hat gezwinkert. Digga, warum nehme ich immer die Intros auf, wenn ich extrem beschissen aussehe? Ach du Scheiße, Mann! Jo, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Ich sehe heute sehr kacke aus, aber es ist mir auch relativ egal. Auf jeden Fall waren wir heute wieder mal auf OmeTV unterwegs, wie aktuell eigentlich jede Woche. Ich glaube, ich sollte mal langsam andere Videos bringen. Schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, was ihr noch für Videos auf meinem Kanal sehen wollt. Auf jeden Fall ist ja aktuell Omme ein bisschen so eine schwierige Sache, weil manchmal bin ich echt am Verzweifeln wegen den Leuten. Aber ich sag's, wie es ist. Heute waren wieder richtig coole Leute unterwegs. Deswegen schaut auf jeden Fall das Video bis zum Ende, es wird euch ultra unterhalten und gebt natürlich gerne einen Daumen nach oben und falls ihr neu seid, abonniert diesen Kanal. Folgt mir gerne auch auf Instagram und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, okay. Und wie läuft's mit den Girls bei euch? Also im echten Leben, auf Omme ist mir scheißegal, was da bei euch läuft. Hat dann Silvester gesagt, dass sie mich betrogen hat. Geil, Mann. War der Typ wenigstens hübsch? Nee, es war ein kompletter Bauer. Mann, das fühlt sich doch scheiße an. Aber hat sie dir es vor 0 Uhr gesagt? Nee, nach 0 Uhr. Oh, Digga, hat sie da in 2022 so starten lassen, die dumme Stuschlampe. An der Silvesterfeier hat sie mit dem Nächsten rumgemacht. 3 Uhr von der Feier bei ihr gegangen und um 3 Uhr schreibt sie es mir auf WhatsApp. Auf WhatsApp? Ja. Ach so, ja, das ist an sich immer ganz cool, wenn das so Mädchen machen und so, weil da weiß man halt, dass die loyal sind und so, weißt du. Ja, ja, ne, sehe ich auch so. Ey, also solche Probleme habe ich ja zum Glück nicht, weil ich habe keine Freundin, also. I have a question. Ja. Yeah. Can you tell me your name or should I name you mine? My name's close to that though. What's your name? Mercedes. 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 Mercedes, nice. Nice, it's like the car. Very rich people drive Mercedes in Germany. Yeah, I know. So I want to drive you, so then I'm a very rich person. If you drive me, you're a rich person. Yeah. You want that I drive you? I mean, you're hot. Habt ihr's gehört? Clip bitte. Was? Yes, yeah, you too, yeah. Aber, also, what's the problems? Or is there no problem? There's no problem. Nice. So, you and I, so... Yeah. Nice. Verliebt! Hallo. Das erste Mal, dass du mich nicht skippst. Ich hab dich gerade die ganze Digga, Zeit... Ja, aber du hast ja auch argumentativ gearbeitet. Zeig noch mal kurz. Hey, ja, okay, jetzt ist nicht mehr argumentativ. Das ist sogar noch eine echte Person, die man da gerade sieht. Er hat mich gerade clickbaitet übrigens. Also, ich bin drauf reingefallen. Ja, aber es... Ja. Krass, warum siehst du so spiegelverkehrt aus? Ey, Jungs! Der Hurensohn hat mich einfach... gesagt. Wie bitte? Hallo? Also ich finde diese Person ganz lieb. Wie war der kurz? Was hast du gerade gesagt? Ja, nee, habe ich dich gerade eigentlich mit deinen eigenen Karten geschlagen oder? Nee, scheiße, jetzt hat... Ich bin gerade live, ist okay, wenn man dich sieht? Boah, ich habe gerade 20 Millionen Fragen gestellt. Ich dachte, ich verwirre dich, aber anscheinend bist du ziemlich standhaft. Ich? Ja. Schade. Hä? Wieso schade? Wieso schade? Ja, weil ich will nicht standhaft sein. Willst du keinen Rücken haben und standhaft sein lang? Ja, ich will besonders sein. Ja, aber Standhaftigkeit ist besonders lang. Ja, Mann. Wo kommst du her? Nee, Frankfurt. Ach Quatsch, wirklich? Hauptbahnhof ab und zu, Hauptwache, bist du da? Nein. Nein, okay, dann ist gut. Ich kenne dich. Von wo? Von TikTok. Ich mach kein TikTok. Aber du siehst halt aus wie er. Wer denn? Riftzone? Nee, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber irgendwie... Live Linus? Ich sehe ihn voll oft. Ja, genau, Denergy? Der. Nein, Live Linus. Denergy? Nein, nicht Denergy, nein. Ich weiß nicht, ich bin Denergy deswegen. Und du suchst Live Linus, oder was? Nein, du siehst aus wie er, glaube ich. Ach, du meinst Linus. Ja. Ich verwechsel immer alle mit diesen Live-Linus und die sagen immer, ich mach den nach, aber ich kann auch nichts dafür, wenn ich so aussehe wie der. Ja, du siehst halt echt aus wie der. Ich sehe nicht mal so ähnlich mit dem Typen aus. Doch.
Halt irgendwie schon. Sieht der gut aus? Ich finde ja. Ja, dann verstehe ich das natürlich, dass du mich mit dem verwechselst, weil ich so ähnlich aussehe wie der. Perfekt. Dann sehen wir uns. Ich hoffe, sie sieht dieses Video dann in ein paar Tagen und realisiert, dass ich Linus bin. I have a question. Yeah. I asked it very often the girls in Germany. Is it shit? Or I don't know, is it not good when boys have wie nennt man das, Digga? Things like I have here, wie nennt man das? This so und this. It's and fine, this. Not a problem. Okay. So I'm very beautiful boy, right? Yeah. Okay, nice. What's your type? I like kind of like longer hair. Longer hair? But not like long, well. Long like this? Not, like this? Your hair's like perfect, but like long. Like it has to be longer than this. Yeah, it's longer than this. As you mean? Ah, okay. It's trotzdem long. Also yes. Ja, nee, also, was machen wir jetzt? Ein Quatschen. Was? Quatschen. Über was? Ja. Alles gut. Ja, Jen, musst du dann nach Hause? Oh Mann! Oh mein Gott! Mama! Oh, ich hatte schon richtig Angst. Ich auch! Was war das? Weißt du, warum? Und da ist gerade ein berühmter, also ein YouTuber. Gut aussehender. Den kennt man. Gut aussehender. Und sehr hübscher. Sehr hübscher. Intelligenter. Intelligenter. Langer Schlong. Langer Schlong. Hallo. Jenna hört uns. Er sieht uns auch. Was geht ab, Linus? Ey, was geht ab? Alles gut bei dir? Nein, nee, ist alles schlecht bei mir. Hast du eigentlich Atemprobleme oder bist du einfach nur aufgeregt, weil du mit mir redest? Nee, ich hab tatsächlich, ich rauche ein bisschen zu viel, deswegen. Nein, das merkt man ja gar nicht. Das merkt man ja gar nicht. Vielleicht liegt's auch einfach am Mikro, was ein bisschen zu nah an meinem Mund ist. Ey, ich würde dir vielleicht empfehlen, bitte rauchen aufzuhören. Das tue ich tatsächlich morgen. Morgen höre ich auf. Wirst du nicht. Werde ich schon. Weißt du warum? Wenn du etwas aufhören willst oder etwas anfangen willst, ja, dann darfst du nicht sagen, ich höre ab morgen, ab Montag, ab keine Ahnung was. Dann musst du sagen, jetzt höre ich auf. Okay, jetzt höre ich auf. Willst du, wolltest du heute Abend noch eine letzte rauchen oder was? Hatte ich vor, ja, so um 0 Uhr, so eine letzte. Ja, dann lass es. Meiner, okay, dann lass die weg, weil dann hör ab jetzt auf. Guck mal hier. Okay, er ist nicht abhängig. Guck mal hier. Kann man noch rauchen? Okay, warte. Guck. Kann man nicht mehr. Kann man auch noch kurz rauchen. Kurz rauchen, aber lass ich nicht. Mach ich nicht. Ich mach das. Ich zieh das durch jetzt. Finde ich gut. Darf ich Werbung machen, Linus? Ja, mach mal. Insta, Philipp _. Sorry. Sorry, also. Der muss es sein. Jetzt kauft er sich ausrüstende neue Schachtel. Scheiße, Jetzt haben wir ihn frustriert vielleicht. Jetzt fängt er vielleicht wieder zu rauchen wegen mir an. What does the USA stand for? Very beautiful girls like you, maybe? There's really ugly girls here. Yeah, but you are the... In Germany we say, Ausnahmen bestätigen die Regel. That means I don't want... No, my English is so scheiße, man. I don't know what it means, but... in English... But that means... Was macht gar keinen Sinn, Digga. Hä? If you say that... And what's your name? My followers a bit laughing about my English. I don't know why, because it's very good, so I don't know what they are laughing. It's pretty good. Yeah, I know. It's so good, like my Aussehen. Very good. Very beautiful. How'd you learn English? I don't learn English, obviously. Ich weiß ehrlich nicht, was kommt denn gut an bei Jungs, jetzt mal ohne Scheiß? Was kommt denn gut an bei Mädchen? Wenn er Humor hat, ja, denselben Humor und so. Und wenn er es langsam angeht und nicht so schnell. Ja, das ist jetzt ein super Tipp, wenn man es langsam angeht und nicht so schnell. Aber wie bekomme ich ihn euch überhaupt geklärt so, um erstmal, ich muss ja auch irgendwie eine Basis haben, um irgendwas angehen zu können. Also ich würde sagen, jetzt nicht irgendwie, wenn man sich so, wenn man in der Nähe wohnt so und man schreibt so über Insta oder so und der dann gleich nach dem ersten Tag so fragt, ja, wollen wir uns treffen so, weißt du, was ich meine? Also sagt ihr erstmal eine Weile miteinander schreiben? Ja, schon.
Oder telefonieren oder sowas. Telefonieren ist das Beste, was es gibt, oder? Ja, stimmt. Wenn man mit einer Person telefoniert, ist ein Tipp. Da hat man so viel bessere Chancen. Und ihr schwör, ihr merkt, wenn das Mädchen an euch interessiert ist, wenn sie auch fragt, ob ihr telefonieren wollt mit ihr, dann wisst ihr, ihr habt es geschafft. Wenn sie euch fragt, ob sie mit euch telefonieren kann jetzt, dann habt ihr es geschafft. Dann könnt ihr den Fisch so angeln langsam. Wollen wir telefonieren eigentlich? Ja, schon. Nee, wir müssen. Also ihr müsst jetzt fragen, ob. Ach so, ja. Hast du vielleicht Bock, irgendwie mal zu telefonieren? Nee, ich gebe meine Nummer leider nicht weiter, tut mir leid. Ey, fuck, eine von euch hat nur das Mikrofon, das ist sehr dumm. Ja, ich hab gesagt, du hast. Ja, noch ein Stück näher. Nee, warte, noch ein Stück näher. Jetzt, sag mal was. Jetzt, besser? Nee, guck mal ein bisschen zu ihr, sprich mal ein bisschen ins Mikrofon. Sie ist echt. Ach so, nee, ja, guck mal zu ihr. Also damit du den Mund direkt so. Nee, die andere muss auch zu dir gucken. Ach so. Ja, und jetzt küssen, genau. Küsst euch kurz. Nee, dann geht das, glaube ich, mit dem Mikrofon. Küsst euch mal kurz. Nee, jetzt höre ich nichts mehr. Jetzt höre ich gar keinen mehr. Fuck. Ah, okay, doch. Jetzt höre ich ihn wieder. Hi, was geht? Oh mein Gott, ich will meinen Hund zeigen, aber dann muss ich runtergehen. Ich habe so einen kleinen, süßen, flauschigen Pomeranian. Sind das diese komischen Dinge, die man in die Handtasche macht? Jetzt hol mal, ich will kurz den sehen. Ich gebe dir eine Minute. Wie lang war ich? War unter einer Minute, glaube ich. Ja, das ist ja keiner, den man in die Handtasche packt. Doch. Du machst den doch nicht in der Handtasche. Doch. Mach mal. Weiß ich jetzt nicht so. Und so gehst du durch die City. Nein, der ist an der Leine. Aber wenn ich will, kann ich ihn auch so reinmachen. Hey Kollege, es tut mir wirklich leid für dich, was sie mit dir antut, ey. Ich kann da wirklich nichts gegen machen. Ich würde dir gern helfen, aber ich kann es nicht. Zwinker kurz, wenn wir dich rausholen sollen aus der Situation. Er hat gezwinkert. Der heißt Happy. Happy? Ich glaube, wenn du den immer in der Tasche mitnimmst, würde ich den eher in Unhappy umbenennen.